Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zur Phoenix-Runde. Der Höhenflug des Aktienindex DAX hat offenbar den Peak erreicht. Um die 11.000 Punkte mit Schwankungen im Zehntelprozentbereich. Einige wenige Propheten sagen den Crash voraus. Die meisten Experten erwarten weniger dramatisch Korrekturen. DAX auf Rekordhoch. Wann kommt der Crash? Das ist heute unser Thema und das sind meine Gäste. Professor Wolfgang Gerke, Präsident des Bayerischen Finanzzentrums. Er rechnet nicht mit einem Untergangsszenario an der Börse, sieht aber durchaus die Gefahr von Spekulationsblasen. Matthias Weig ist mit uns. Er ist Finanzexperte, hat International Business in Australien studiert. Und er sagt, etwas stärker und dramatischer, uns muss das Finanzsystem um die Ohren fliegen. Wie genau das aussehen könnte, dazu gleich mehr in der Sendung. Gottfried Heller hält seinerseits dagegen. Er gründete vor über 40 Jahren in München eine Vermögensberatung zusammen mit dem Börsenguru André Costolani. Und er meint, wir sprechen viel zu schnell von einem Crash. Auch dazu gleich mehr. Und wir freuen uns, dass Andrea Rexer bei uns ist. Sie ist Wirtschaftsredakteurin bei der Süddeutschen Zeitung, jetzt mit Standort München, lange in Frankfurt am Main. Und sie sagt, Gewinn ohne Risiko, das gibt es nicht. Herzlich willkommen Ihnen allen. Herr Professor Gerke, beginnen wir bei Ihnen. Und ganz persönlich, haben Sie Aktien? Ich spreche nie über meine eigenen Anlagen. Das könnte ja andere animieren, Ähnliches zu tun. Aber ich werde als Sparer täglich enteignet. Und das habe ich nicht gerne. Da wehre ich mich. Also gehe ich in Sachwerte. Und da gehören auf jeden Fall Aktien dazu. Aber ich leide dann auch mit den Aktien. Sie leiden dann. Wie wahrscheinlich die allermeisten, die das besitzen. Sind Sie auch dann in diesem Drittelmix drin, was so allgemein empfohlen wird? Nein. Ich mache das, was ich in der Theorie lehre, nicht. Und das ist natürlich nicht ein Fehler, nicht? Aber es macht so einen Spaß, an den Märkten aktiv zu sein, dass dann manchmal auch gegen die Theorie der optimalen Streuung verstoßen wird. Okay. Dass der Vermögensberater, Herr Heller, Aktien hat, davon gehen wir mal aus. Ich glaube, das können wir absolut so annehmen. Die Frage, die wir jetzt in diesen Zeiten stellen müssen, ist, warum soll man jetzt Aktien kaufen? Ja, man hätte sie schon ein bisschen früher kaufen sollen, aber man kann sie immer noch kaufen. Also wir sind ja jetzt schon im sechsten Jahr eines Aufschwungs seit März 2009. Und inzwischen hat sich der DAX verdreifacht. Das ist schon ganz schön viel. Aber ich glaube, dass die Deutschen halt üblicherweise immer ein bisschen spät kommen. Das hat schon die Bundesbank übrigens schon mal beklagt kürzlich. Ich glaube, dass es aber noch weitergeht, weil die Liquiditätsschwemme und der Anlagenotstand die Leute allmählich einfach hineinzwingt in ein bisschen mehr Risiko. Man kann nicht ertragen, dass man 4 Jahre nacheinander null Zinsen bekommt. Frau Rexer, ich nehme an, Sie besitzen als jemand, der den DAX lange Zeit sehr dicht betrachtet hat in Frankfurt am Main, auch Aktien, richtig? Ja, das ist richtig. Egal, ob jetzt im Drittelmix oder nicht. Was war für Sie sozusagen das entscheidende Argument, Aktien zu kaufen? Einfach die Erkenntnis, dass wenn man alles in einen Korb packt, sprich einfach da liegen lässt, wo es ist, nämlich am Konto, dass das nicht gut gehen kann. Und wenn man sich das anguckt, was man seit 2011, wir haben es letzte Woche mal ausgerechnet in der Redaktion, 1000 Euro angelegt hat, hat man in unterschiedlichsten Klassen, wenn man das breit gestreut hat, immer Gewinn gemacht. Wenn man das aber in einen Korb geworfen hat, zum Beispiel nur Gold gekauft hat, hätte man richtig dicke Verlust gemacht. Und das ist, finde ich, so das Kernargument, warum man sagt, man sollte wirklich breit streuen. Aha. Also streuen und Geduld haben. Ne? Mhm. Also Schlaftablette nehmen und ins Bett gehen, hatte, glaube ich, Costolani mal gesagt. Das sind die Dinge, die man tun muss. Herr Weig, da Sie ja in Kürze den Crash erwarten, wenn ich das jetzt richtig auch Ihren Publikationen entnehme, dürften Sie also keine Aktien besitzen, ist wahrscheinlich richtig. Die Frage ist dann, wie legen Sie dann Ihr Vermögen an? Also ich habe momentan keine Aktien, aber ich erwarte auch nicht in Kürze den Crash. Niemand weiß, wann der Crash kommt, aber die Gefahr wird immer höher. Weil die Märkte sind dermaßen inflationär aufgeblasen durch das billige Notenbankgeld. Der DAX hat sich zwar verdreifacht, aber sind unsere Unternehmen dreimal so produktiv, werden dreimal so viele Leute eingestellt, geht dreimal so viel in der Wirtschaft, wie die Märkte implizieren. Und das ist nicht der Fall. Und ich persönlich lege mein Geld in Sachwerte an, wobei momentan Aktien nicht dazugehören, weil der Markt hochgradig manipuliert ist. An 85% aller Handelstage hat die US-Notenbank Fed in die Märkte eingegriffen. Und das hat mit freier Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Das ist Planwirtschaft. Und ich investiere in Dinge, die ich verstehe, die ich anfassen kann. Land, eine schuldenfreie Immobilie, Edelmetalle. Das ist auch eine sehr breite Streuung, aber momentan sind Aktien mir zu heiß. Ich bin kein Zocker mehr. Dann
Besitz. Okay, also das ist sozusagen Ihre Art, Sachwerte sozusagen zu definieren. Wenn, weil das jetzt schon angesprochen wurde, Professor Gerke, dann müssen wir jetzt noch mal über die Strecke denken. Also die, in der Tat haben die Indizes da einen unglaublichen Lauf genommen. Ich habe es noch mal rausgesucht. 2012 lag der deutsche Aktienindex bei etwa 7.600 Punkten. Sie legen mich jetzt bitte nicht aufs Komma fest. Jetzt sind wir 2015, hatten wir schon einen Höchstwert von 11.400 und ein paar noch drauf. Die Frage ist, wie weit lässt sich das noch treiben? Oh, das kann schon noch sehr weit getrieben werden, aber die Wahrscheinlichkeiten, da bin ich sehr nah bei Ihnen, dass es irgendwann kracht, die wächst bei der Notenbankpolitik, die wir hinten dran haben, bei den niedrigen Zinsen, die wir haben. Also die Börsen sind zum Teil eben auch getrieben dadurch, dass die Anleger keine Alternativen sehen und deshalb höhere Risiken eingehen. Und das ist ein rationales Verhalten, nur man muss dann sein Risiko auch gut steuern. Mhm. Und da liegt das ganz große Problem in meinen Augen. Hinzu kommt etwas, die Börsenwelt hat sich dramatisch geändert. Wir arbeiten heute mit anderen Techniken, mit anderen Modellen. Mhm. Und da werden die Kurse viel schneller nach oben gejubelt. Mhm. Und Verkäufe auch nach in Nanosekunden unten. Ja, zum Beispiel. In Nanosekunden über 50% des Börsenhandels sind von Computern getrieben und nicht mehr nur von Menschen. Natürlich haben die Menschen die Computerprogramme entwickelt, nicht? Das heißt aber, ein Großteil der Marktteilnehmer empfängt gleichzeitig grünes Licht und dann ist man bei ihnen und die Kurse steigen weiter, weil keine Alternativen da sind. Aber wenn plötzlich mal irgendein Auslöser da ist, der alle rotes Licht empfangen lässt, nicht, dann haben wir den Crash. Also ich im Moment gehe davon aus, dass die Börsen durchaus aufgrund der Alternativen, die nicht so attraktiv sind, weiter steigen. Aber dass mit jedem Weitersteigen die Crash-Wahrscheinlichkeit auch wächst. Mhm. Jetzt sagt Frau Rexer, Professor Gerke, also das kann noch eine Weile so weitergehen. Sie als jemand, der sehr intensiv und sehr nah auch am Börsenplatz Frankfurt beobachtet hat, was glauben Sie, wie viel Luft ist da noch drin? Wagen Sie eine Prognose? Nee, ich glaube, wir haben alle gesehen in den letzten Jahren, dass Prognosen, die auf den Punkt genau gehen, sehr häufig nicht zutreffen. Und auch wir Journalisten, nicht nur die Analysten, haben das gelernt, dass man davon besser die Finger lassen sollte. Also, ich denke da wie Herr Gerke, okay, es ist noch Luft da, aber ich sehe auch, das Risiko ist auch da, und zwar an verschiedenen Punkten. Wir haben in den letzten Monaten gesehen, dass sehr viele geopolitische Risiken auch kommen. Und all diese Stellschrauben, die können natürlich schnell mal über Nacht dafür sorgen, dass wieder eine Korrektur kommt. Ich glaube aber nicht, dass jetzt der riesige Crash kommt, aber Korrekturen auf jeden Fall. Und die können auch heftig ausfallen. Ja. Über den Crash und die möglichen Korrekturen könnten wir gleich noch ein bisschen sprechen, aber da wir ja bei uns begonnen haben in der Sendung, müssen wir im Grunde genommen auch noch ein klein wenig bei uns verweilen. Herr Heller, jetzt beraten Sie seit über 40 Jahren Menschen darin, mit ihrem Kapital umzugehen. Man muss natürlich fairerweise sagen, wenn man zu Ihnen kommt, braucht man eine gewisse Höhe des Einstiegskapitals. Das können jetzt nicht alle hier in dieser Runde leisten, aber wenn wir es einfach jetzt mal generell nehmen, was wir wissen, ist, dass die Deutschen aus irgendwelchen Gründen immer noch dem Sparen sehr stark verhaftet sind. Das gleicht sie zum Beispiel mit den Chinesen an. Warum ist das eigentlich so? Warum sind wir nicht risikofreudig? Was beobachten Sie? Also der eine Grund, glaube ich, ist der, dass die Deutschen ziemlich staatshörig sind. Dass sie, also wir haben auch als Erste in der Welt die Rentenversicherung eingeführt unter Bismarck 1887. Und wir haben der Lucius Clay, der frühere hohe Kommissar in Deutschland nach dem Krieg, hat gesagt, ihr Deutschen seid ja wohl das sozialistischste Land in Europa, hat er gesagt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir aufgrund des Totalverlusts, den wir zweimal nach zwei verlorenen Weltkriegen hatten, archaisch in unserem hinteren Gedächtnis gespeichert ist und eine archaische Angst da ist, wie sie in keinem anderen Land besteht. Und das Dritte ist, dass die Banken als Universalbanken immer brav Kredite vergeben haben und früher, das werden Sie, Herr Professor Gerke, auch bestätigen, da war die Kreditabteilung mit Hunderten von Riesenmannschaft bestückt und die Börsenabteilung war sehr klein, nicht wahr? Das heißt also,
Die deutsche Wirtschaft lief sehr stark über Kreditvergabe, vor allen Dingen der gesamte Mittelstand. Also wurde auch von den Banken bis vor einiger Zeit die Aktien nicht sehr gefördert. Und das Vierte ist, dass die Politik auch die Aktie benachteiligt und hat die Vermögensbildung eben vorwiegend über Bausparen und Kontensparen und Versicherungen gefördert, aber nicht über Aktie. Und die Aktie wurde benachteiligt, auch jetzt, weil sie doppelt besteuert wird, die Dividende, und weil für Aktien Eigenkapital unterlegt werden muss, aber für Staatsanleihen nicht. Das heißt also, wenn man eigentlich jetzt mehr Eigenvorsorge erwartet von den Deutschen, weil die staatliche Rente es nicht mehr bringen wird, die wird ja weiter abgesenkt auf demnächst 43%, jetzt ist sie, glaube ich, nur 50. Das heißt also, wenn man will von politischer Seite aus, dass die Leute mehr Eigenvorsorge für das Alter betreiben, dann muss man auch die Aktie mehr fördern. Und das wäre mal dringend erforderlich, dass der Herr Schäuble zuhört und das entsprechend umsetzt politisch. Ich kann nicht wirklich garantieren, dass er das heute Abend tut, aber das Video wäre ab morgen dann abrufbar, zumindest vielleicht für seine Beamten. Professor Gerke, wenn jetzt Herr Heller anspricht und sagt, das ist vielleicht sogar fast so ein kleiner sozialistischer Ansatz, den wir da in uns empfinden, und es gibt dann noch dazu die falschen Rahmenbedingungen, dann kommen wir wahrscheinlich, dann ist das wie so eine Art Kreisbewegung, da kommen wir da auch gar nicht raus. Das heißt, wir werden immer die ewigen Sparer bleiben in Deutschland und es wird nie einen akzeptablen Prozentsatz von Leuten geben, die in Aktien gehen? Das glaube ich nicht. Im Moment werden die Deutschen die Aktien geprügelt, weil die Alternative nicht da ist. Nicht? Wir haben eine Situation, die sehr unfair ist. Durch die Notenbankpolitik, die für politisches Versagen einspringen muss, ist der Zins so nach unten geprügelt, dass Altersvorsorge in den klassischen Medien gar nicht mehr möglich ist. Nicht? Das heißt, das Sparbuch ist keine Altersvorsorge. Die 10-jährige Bundesanleihe hat eine Rendite von 0,3. Da kann ich auch keine Altersvorsorge mehr mit betreiben. Also muss ich ins eigene Häuschen investieren, muss ich in die Aktie investieren, muss breit streuen. Und das lernt die Bevölkerung allmählich. Nicht? Nur das Ungerechte daran ist, derjenige, der markterfahren ist oder ihre Kundschaft, nicht? Die auch ein gewisses Vermögen mitbringt, die erzielen heute noch vernünftige Renditen. Nicht? Aber der kleine Mann zahlt letzten Endes für das Versagen der Politik, für die Finanzkrise. Nicht? Und das ist extrem ungerecht und der kann sich am schlechtesten wehren und der merkt es auch am wenigsten. Das ist das Ärgerliche dabei. Und Sie haben heute in großen Family Offices haben Sie durchaus noch Renditen, die bei 4-5% liegen. Nicht? Und das über viele Jahre hinweg. Früher lagen sie noch höher. Nicht? Das sind tolle Renditen und der kleine Mann, der macht ein Minusgeschäft, wenn ich mir anschaue, was er auf seinem Konto, auf seinem Sparkonto hat. Ne? Mhm. Beim Versagen der Politik hat Matthias Walk jetzt genickt und wir kommen auch gleich zu Frau Rexer. Das ist natürlich eine große Problematik, weil all das, was an Börsenwert da ist, muss ja auch unterfüttert werden durch reale Wirtschaft. Und das genau. Ist das, wo es klemmt. Ja, das ist da, wo es klemmt und die breite Masse bezahlt eben, muss ich zustimmen, wird schleichend enteignet durch die Niedrigzinsphase. Wir haben in Deutschland schon 7,5 Millionen Leute, die in Voll- oder Teilzeit im Niedriglohnsektor arbeiten, die können schon mal gar keine Altersvorsorge leisten. Das wird ein Riesenproblem in Zukunft, das auch die BRD nicht mehr stemmen kann. Wir sind zwar Exportweltmeister, aber um welchen Preis? Und wenn einige wenige viel verdienen, heißt andere verdienen weniger. Und das ist ganz klar die Schere, die auseinandergeht zwischen Superreich und Mittelstand und Arm. Die Superreichen werden immer reicher und die Ärmeren und der Mittelstand wird immer ärmer. Und das ist ein massiver sozialer Sprengstoff, den wir überall sehen, global, nicht nur in Deutschland. Und damit müssen wir uns befassen. Und das ist auch das Problem der Politik, weil sonst wird uns das alles um die Ohren fliegen. Das heißt, die Gesellschaft könnte auch auf einen Crash zusteuern, wenn wir sozusagen das zu Ende denken, was Sie gerade ansprechen. Aber Frau Rexer, es wurde hier jetzt zweimal betont, dass die Politik auch versagt hat in der Art und Weise, wie sie vielleicht Rahmenbedingungen schaffen sollte, damit ein bestimmtes Anlageverhalten tatsächlich dann ein gewünschtes Anlageverhalten eintrifft. Also zum Beispiel weniger Skepsis gegenüber Aktien. Wie sehen Sie das? Ist da zu viel falsch gemacht worden?
Ja, sicher, aber ich denke, man kann nicht immer nur nach der Politik rufen. Ich finde, ein sehr wichtiger Punkt, den Herr Gercke vorher angesprochen hat, ist die Finanzbildung. Und das ist durchaus so, dass die Menschen, die mehr Kapital haben, einfach zu besseren Beratern gehen können, sich das leisten können, dass sie sich einen Experten an die Seite holen und sagen, guck mal, wie soll ich denn das mit meinem Geld machen? Der Durchschnittsverdiener kann sich das gar nicht leisten, weil die immer erst ab einem bestimmten Niveau anfangen. Aber ich glaube trotzdem, dass sich das langsam ändern wird, weil was ich beobachte, ist, dass sich in der Finanzbranche immer mehr neue, junge Unternehmen etablieren, die versuchen, in diese Nische reinzugehen und über Internet-Startups Finanzbildung so viel einfacher transportieren, sodass sie auch für den normalen Durchschnittsbürger zugänglich wird. Und das finde ich eine ganz tolle Sache. Und ich habe da echt Hoffnung, dass die junge Generation solche Tools nutzt. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt es auch in Berlin, in München, in Frankfurt ganz viele Startups, die versuchen, dem normalen Bürger Vermögensberatung zu liefern. Und das ist oft kostenlos. Es entsteht eine neue Ebene, um das sozusagen auch die normalerweise nicht den Zugang, den Access hätten, da Zugang haben. Jetzt haben